kommt heute ein Tutorial zu diesem Tanz. Super viele haben gefragt und wir verlieren keine Zeit. Was geht ab? Mein Name ist Jess. Ich bin neben Social Media noch als Tanzlehrerin tätig und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, mach auf jeden Fall das Plus weg. Wir starten mit einem Slide nach links und einem Slide nach rechts und dabei pushe ich meine Hand nach oben und ich habe so ein Push-Back. Das heißt, wenn ihr von der Seite schaut, mache ich das hier. Hap, hap. Zusammengesetzt mit dem Slide bin ich hier. Eins, zwei. Ihr merkt, das linke Bein setzt voraus und rechts slidet hinterher. Eins, zwei. Rechts ist auf Tap, das heißt, hier ist kein Gewicht drauf, dass ich nochmal zur Seite gehen kann. Und von hier gehe ich mit links wieder raus. Wum, wum, zurück, hap. Gezählt ist das Ganze. Auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann steht ihr vorne. Und wenn ihr einen Partner habt, trommelt ihr unterschiedlich, entweder erst hier auf der Brust oder hier unten mit den Händen bzw. mit den Fäusten. Eins, zwei, drei, vier und fünf, sechs, sieben, acht. Dabei könnt ihr so ein bisschen euren Popo und eure Hüfte mitbewegen. Ich gehe meistens einfach nur hier so nach oben und nach unten. Eins, zwei, drei, vier und fünf, sechs, sieben, acht. Super easy. Von hier habe ich einen Kreuzschritt. Das bedeutet, schaut einmal, wir machen das hier. Kreuz und auflösen. Wichtig dabei ist eigentlich einfach nur, dass wir das rechte Bein zuallererst rüberkreuzen und der Rest passiert dann von alleine. Wenn ich rechts rüber gekreuzt habe, löse ich mit links auf. Ich mache mir Platz, dass ich wieder nach vorne komme. Schaut einmal, ich bin auf 1, 2, 3, 4. Dabei ziehe ich meine Arme raus. Links ist ausgestreckt, rechts ist angewinkelt. Stellt euch vor, ihr habt so einen Bogen und Pfeil und patsch, dann scheppert ihr den Pfeil nach draußen. Ja? Das heißt, ich ziehe und dabei laufe ich immer über Kreuz. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich angekommen bin, geht das rechte Bein wieder über Kreuz. Fünf, sechs, sieben, acht. Geht dabei so ein bisschen tiefer beim ersten Step, weil wenn ihr hier oben seid, sieht das immer so ein bisschen unentspannt und steif aus. Das heißt, erster Schritt tief, 2, 3, 4 und tief, 2, 3, 4. Sind wir angekommen, kreuzen wir nochmal. Wir warten aber und laufen nicht weiter. Von hier löse ich einfach nur auf, hap, stehe gerade. Und jetzt kreuze ich mit meinem linken Bein über rechts, hap. Ich löse auf, rechts ist ohne Gewicht. Ich kreuze und löse auf. Dabei sind meine Arme hier oben. Wenn ich also hier angekommen bin, 1, 2, 3, 4, links kreuzt, 5, 6, 7, 8. Das war's auch eigentlich schon. Auf geht's von vorne. 5, 6, 7, 8. Wir gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, wir kreuzen, 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganz viel Spaß beim Üben. Falls ihr noch von irgendwelchen Tänzen-Tutorials haben möchtet, markiert mich sehr gerne. Ansonsten, peace out, bis zum nächsten Mal.